Hallo, liebe Freunde. Heute mal wieder zu einem neuen Halloween-Video. Und wir spielen heute Half-Life 2, denn es gibt mit Abstand das gruseligste Chapter in Half-Life 2. Chapter Nummer 6, oder Kapitel Nummer 6. We don't go to Ravenholm. Und wie wir alle wissen, ist Ravenholm eine sehr, sehr gruselige Stadt. So, um das Ganze auf die Spitze zu treiben, würde ich das Ganze nur mit der Gravigun spielen. Damit ihr natürlich auch gleich das Achievement bekommt. Also theoretisch könntet ihr das als Achievement-Tutorial ansehen. So, es gibt ein paar Vorbereitungen, die wir machen müssen. Zuerst einmal öffnen wir die Konsole. Wenn ihr nicht wisst, wie das geht, dann guckt nach. Und wir geben ein Bind M-Wheel App plus Jump und wir machen das gleich auch mit M-Wheel Down. So dass wir, kriege ich meine Maus irgendwie rein? Nicht ganz. Aber so dass wir durch das Rollen des Mausrades springen. So, dann legen wir auch mal los und dann guckt ihr euch ein bisschen noch ein Tutorial für ABHs und ASHs an. So, wir nehmen uns hier das. Das erste Kapitel ist ziemlich, beziehungsweise die ersten paar Schritte sind relativ einfach. Wir warten einfach auf den Ups, was man fällt dann nicht. Da muss man so ein bisschen aufpassen mit den Dingern, dass sie hier nicht irgendeinen Mist bauen, weil wenn hier so eine Kiste in die Luft fliegt, wäre blöd. Headcrabs könnt ihr mit 3 Schüssen von den Gravity Gun ausschalten. So. Dann legen wir auch mal los. Ihr packt eure Kiste hier hin, an diese Wand. Und ihr müsst euch jetzt irgendwie nicht kommen, wegen Monstern oder so, oder Zombies, die da kommen. Dann springt ihr rauf und bleibt die ganze Zeit geduckt. Geduckt bleiben, okay. Jetzt spammt ihr euren E-Knopf und rollt dabei das Mausrad in ungefähr diesem Winkel. Und tada, ihr habt einen Wallclimb. Was ihr mit diesem Wallclimb macht, ist, ihr werdet da oben rauf. Das heißt, ihr klatscht das Ding so perfekt in die Ecke und ihr wallclimbt hier hoch. Ich bin ein bisschen so jung. Das Wichtigste ist eigentlich nur den E-Knopf spammen. So, ist egal, wenn die Kiste runterfällt, nicht so wie ein Portal, denn ihr habt ja die Gravity Gun. Stellt ihr das Ding hier hin und stellt ihr auf die Kiste. Schnellspeichert, schießt auf die Kiste und versucht da hochzukommen. Zack. Jetzt ganz wichtig, Kiste wiederholen und mit E die Kiste nehmen, damit sie gerade bleibt. So. Ich werde mir hier eben kurz schnell speichern, damit ich die Kiste nicht verliere. Jetzt springen wir auf dieses Dach darüber. Mit der Kiste. Okay, die Kiste möglichst gerade halten. Wenn ihr die Kiste nicht gerade habt, nehmt sie einfach mit der Gravity Gun. Das funktioniert meistens irgendwie. Lasst sie fallen und drückt dann E. So, perfekt. Schnell speichern. Hier auf das Dreiecksdach springen. Die Kiste hier ran. Der Wallclimb ist jetzt relativ fies, denn es gibt hier diese Kante. Das heißt, ihr müsst weiter hinten auf der Kiste stehen. Kurz nochmal schnell laden. Springt hier rüber. Zack. Jetzt schnell auf die Kiste springen, sonst haut sie ab. Und den Wallclimb aber hinten auf der Kiste machen. So, da kommt der erste weiße Strich und hier ist das Dach. Das ist so ziemlich der schwierigste Wallclimb, den es gibt. In dem Spiel. Fast. Nach einem anderen. Aber wenn ihr das drauf habt, dann habt ihr es drauf. So. Hier sieht man professionelles Level Design, aber wir springen jetzt auf diesen eisernen Pfeiler. Also schnell speichern und versuchen darauf zu springen. Wenn er runterfällt, ist nicht so schlimm, einfach mal laden. Und dann schnell speichern und ja, ganz genau. So, jetzt springen wir auf dieses Dach auf. Sehr schön. Wie man sieht, wir sind nicht direkt auf dem Dach, sondern auf so einer Headbox-Dingens. Jetzt springen wir auf dieses Holzteil hier. Und von hier aus springen wir auch auf das Holzteil. Zack, zack, zack. Pam, ist das Level fertig. Gruselfaktor 10%. Hier kommt so eine hässliche Fast-Headcrab. Die kann nicht relativ egal sein. Ich mach hier einfach schnell die Tür zu, dann kannst du nicht durchkommen. So. Jetzt kurz speichern. Ich werde mal eben Cheats anmachen. Und Host Timescale runter machen, damit ich das entspannt erzählen kann. So. Was wir jetzt machen werden, ist, wir werden hier lang sprinten. Auf diese Kante hier rauf. Und dann sieht man ja, ist hier so ein Dings. Deswegen sprintet ihr, springt hier rauf und haltet die gedrückt, damit die hier lang surft. Sonst fallt ihr nämlich runter. Das heißt, lad nochmal. Fast Timescale machen, ja.
aus Timescale 1. Jetzt mit normaler Geschwindigkeit. Schnell speichern, nicht von den Zombies irgendwie stören lassen oder so. Ups. Jetzt habe ich die Kante kurz nicht gesehen. Zack. Hier schnell rüber surfen. Zack, zack, zack. Hier rein. Hier ist ein Zombie, aber hier liegt ein Backstein, also Pam. Jetzt hier schnell die Säge nehmen, speichern. Und mit, ups, mit einem gezielten Schuss. Okay, das hat ein bisschen gesackt jetzt. Gerade eben in der Probeaufnahme haben wir es mit einem Schuss geschafft, ey. Und jetzt. Pam, genau so soll das aussehen, knapp. Jetzt ist hier einer übrig, den lassen wir einfach kurz rauskommen. Wenn die Stress hat, knapp hier nicht wäre, springen wir einfach über ihn rüber, so. Weil uns trotzdem noch nervt. Lol. Okay. Jetzt vielleicht vielleicht kurz ein bisschen chargen lassen, damit ich euch das noch nicht weiter erzählen kann. Jetzt kommt hier nämlich eine Ladesequenz. Nächstes Level geschafft, Gruselfaktor auch nicht so krass. Hier könnte der Gruselfaktor. Ist es das Level? Ja. Hier könnte der Gruselfaktor ein bisschen extremer werden. Ihr müsst hier relativ schnell lang hier runterspringen, euch so einen Backstein schnappen. Und dann möglichst schnell hier einen ziemlich hohen Wallclimb machen. Und Facebook schreibt mich an sich. So, es muss ziemlich hoch sein, weil hier oben nämlich erst die Hitbox von dem Zaun ist. Und die muss halt über den Zaun rüber. Warum ihr das schnell machen müsst, ist wegen diesem scheiß Fast-Zaun hier. Aber der sollte euch nicht weiter stören. Ganz genau. So, jetzt einfach hier um die Ecke. Hier um die Ecke, zack, zack. Das Regal hier ein bisschen noch mitnehmen. Aber egal, braucht man nicht unbedingt. Wenn ihr das Regal schnell nehmen könnt, ist okay. Dann hier fallen nämlich auch so Dinge runter. Und mit denen klettert ihr jetzt entspannt. Ups. Okay, ist jetzt entspannt noch so ein Fass zum. Aber der kann mir jetzt egal sein. Zack, zack. Und mit dem Fass. Ups. Wenn ich mich jetzt nicht gerade so blöd anstelle, oder? Kletter dich hier schnell die Wand hoch. Zack. Entspannt. Hier oben sind auch Half-Kids. Also, ist gut. Die Leiter einfach schnell nehmen, hier ins Fenster rein. Jetzt sagt das Spiel kurz. Das habe ich manchmal in Salatesequenzen. Aber alles gut. Hier wieder eine Säge mitnehmen und zack. Und hier liegt dann noch eine zweite Säge. Ups. Zack. Die Säge am besten nochmal wieder mitnehmen, denn hier kommen jetzt auch gleich Zombies in die Ecke. Zack, zack. Und weil die Zombies so böse sind, verbrennen wir sie. Ja, aber mein Icing und so. So, entspannt speichern und Ladesequenz. Okay, jetzt hier die Leiter hoch. Hier sind so ein paar Headcrabs, die irgendwie am Nerven sind. Bam, bam, wo ist die letzte? Da ist die letzte. Okay, jetzt das Level hier ist das stressigste normalerweise. Aber es gibt einen ganz einfachen Trick. Ihr müsst euch nur ein bisschen beeilen. Ihr macht jetzt die Tür auf, sprintet hier lang, springt hier auf die Treppe. Wenn hier die Zombies kommen, einfach hier auf dem Geländer bleiben, dann könnt ihr euch nichts tun. Schnell die Tür auf und die Tür wieder zu. Und ihr seid erstmal sicher. Weil die Zombies zu blöd sind, die Tür aufzumachen. Dann hier hoch. Und jetzt ungefähr in die Richtung von dem Baum springen. Ups. Und hier auf diesem Schnurren. Tada! Das Level hier ist bei mir irgendwie schon, also am Anfang war das noch normal, ne? Aber dann durch irgendeinen Patch kam es hier irgendwie zu so einem Fragment im Level oder so. Deswegen kann ich die Hälfte von dem Level nicht mehr sehen. Keine Ahnung warum. Auf jeden Fall, er wird jetzt dieses Ding da anschmeißen, damit das Ding hier so rüberfährt. Und darauf warten wir jetzt. Normalerweise würde man da oben stehen, wo wir runtergesprungen sind, und wir müssen gegen die Zombies da oben kämpfen. So machen wir das nicht. Sondern wir stehen auf dem Stein und chillen. Schnell speichern. Das dauert jetzt vielleicht so 1-2 Minuten oder so, keine Ahnung.
komm, schaff das. So, jetzt ist das Ding verschwunden. Jetzt springen wir so ungefähr senkrecht von dem Zaun ab, um hier auf diesem Dach zu landen. Machen so ziemlich das gleiche nochmal. Schnapp die Kartoffelsuppe. Okay, hier ist die Lichtverhältnisse. Das Level ist einfach krass verbuggt. Wegen mir. Durch irgendwelche Patches und so weiter. Ja. Auf jeden Fall, wir sind jetzt hier drüben. Und wir lassen Vater Gregory mal vor seinen Job machen. Der teleportiert sich jetzt ein bisschen durch die Gegend, aber ist schon okay. So, was müssen wir machen? Irgendwo müssen wir einen Backstein nehmen. Achso, genau. Oder wir gehen halt einfach ganz normal durch. Irgendwo, wie gesagt, müsst ihr den Backstein nehmen. Deshalb macht das ziemlich easy, wenn irgendwelche irgendwie kreisige Entzeck. Bisschen zielen und dann ist gut. Hier ist ein Backstein. So, hier muss man sich jetzt ein bisschen beeilen, sonst verrecke ich der Vater. Also nicht der Vater, sondern Vater Gregor. Die Wand hier ist irgendwie krass komisch zu wallclimben, deswegen ist das ein bisschen schade. Manche machen das auch hier an dem Stein. Ich weiß nicht, was hier irgendwie besser funktioniert. Ich habe das hier nicht gerade geübt. Okay, dann springen wir es einfach nochmal, würde ich sagen. Ist ja jetzt nicht so viel verlangt. Wir nehmen jetzt die Kresse. Schnapp die Wupp. Tsching, tsching. Hier liegt auch Munition und so weiter, falls wir uns brauchen. Hier mit den giftigen Headcrabs muss man vorsichtig sein. Die sind dann eigentlich nicht so lustig. Hilft zum Nerven jetzt. Ich laufe voraus, was soll ich dir folgen? Ah, er ist ja gerade am Abkratzen. Das ist natürlich nicht so cool. Das ist noch relativ easy. Dann machen wir das schöne Tor hier auf. Vater. Vielen Dank. Farewell.
Rest in Peace. Also die sagen Rip in Peace. Okay. Jetzt hier ist mal ein bisschen nervig runterzukommen. Ein bisschen versuchen, irgendwie keinen Schaden zu nehmen. Was relativ unmöglich ist. Deswegen ist keine Regel, hier gibt's Health Kits. Wo geht's hier nochmal? Achso, hier runter. Zack, zack. Nerven. Hier gibt's vier Health Kits. Hier nerven wir so ein paar Headcrabs. Patch. Buch. Patch. Falls man jetzt noch irgendwie Health braucht, hier ist was. So, dann zack, zack hier runter. Und hier entspannt lang schon. Hier nicht von dem Barnacle fangen lassen. Den wir ganz weit oben. Sonst dauert das nämlich ewig, bis man wieder runterkommt. Den aber nicht erschießen, sonst kriegt ihr den Tetris Achievement nicht. Ich hab das schon, also war mir das gerade egal. So, und wir sind am letzten Teil. Ihr könnt das Ding hier anschmeißen, ist aber nicht notwendig eigentlich. Irgendwie, man kann hier eigentlich hoch SH'en oder so, ich weiß nicht genau wie. Okay, auf jeden Fall, ihr geht hier raus. Ohne den Barnacle erschossen zu haben. Und dann würdet ihr spätestens hier euer Achievement bekommen. Und hier oben ist auch so ein Lambda-Ding, falls ihr das auch noch braucht. Ja, und dann geht's halt hier so ganz normal weiter, ne? Also ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal, bevor wir vom Sniper erschossen werden. Was ziemlich hochwahrscheinlich ist. Und einen fröhlichen Halloween Horror Month.